das wird eine Weile dauern, so komplett aufzubauen. Aber hier unten ist es gerade auch gar nicht so wichtig. Ja, unser Knackpunkt ist ja eher da oben. Wobei sie da bisher noch nicht angegriffen haben, was sehr beängstigend ist, dass sie es nicht versucht haben. Sammeln bestimmt. Ah, und hier wollten wir das Öl haben. Ja, okay, das macht Sinn. Oil Jacks. Da, Pump Jack. Du aus, du aus. Ach, die brauchen so ewig zum Bauen, weil... Ja, okay. Weil ich wollte noch kurz die Pump Jacks hier aufstellen, damit sie schon ein bisschen was produzieren können. Wobei ich nicht weiß, wie... Haben wir Rohre? Ja, haben wir. Haben wir so einen Tank? Wo ist so ein Tank? Storage Tank. Nee, ich mache lieber gleich die Fässer. Ja gut. Also wir müssen uns kurz hier unten rumtreiben. Weil ich gerne die Pump Jacks hätte. Also diese Ölfördertürme. Daneben dann Fabriken, wo dann die Fässer beladen werden mit Rohöl. Wobei ich dafür bestimmt nicht genug Fässer habe, aber ne, kann man ja schon mit anfangen. Und um die Zeit totzuschlagen, schlage ich ein paar Bäume tot. Das ist doch ein guter Plan. Achso, der eine Check ist schon fertig. Du. Nochmal nach unten. Ach, du brauchst auch noch Strom. Ja, gleich. Haben keine Strommasten mehr. Oder habe ich die Quickleiste wieder zugemüllt mit Zeug? Jo, habe ich. Da. Du musst weg. Pumpcheck läuft. Pumpcheck läuft. Es dürfte kein Problem geben, wenn es alles in einen läuft. So. Fabrik wie gewohnt in diesem komischen Muster. Du gehst mal da rein, du gehst mal da rein. Obwohl, warte, die haben ja ein eigenes Crude Oil Barrel. Wo ist der Eingang? Der Eingang ist unten. Eingang ist oben. Sehr schön, also mit Maus Over und einfach R drücken, kann man die Gebäude auch nachträglich noch rotieren, was ich ein irre geiles Feature finde. So, du kriegst... Das geht viel zu schnell. Okay, wir brauchen... Förderband. Und dann gucken wir weiter. Ja, Fässer voller Öl. Die gehen gut ab, die Jungs. Wir haben nur keine Fässer. Okay, das kann ich ändern, aber die brauchen Stahl. Also das ist schon ein bisschen dreist, so. Ach, da passt 25 Öl rein, bevor er einmal anfängt zu arbeiten. Ja, schaut so aus. Okay, dann passt das ja doch. Können wir das Ding eine Weile beschäftigen. Hier, mehr Fässer, mehr Fässer. Viel mehr Fässer. Und die fertigen Fässer? Was machen wir mit denen? Sollte eigentlich nach oben transportiert werden, ne? Aber so viele Dingens hier will ich nicht benutzen. Wir könnten theoretisch unsere allererste Bahnstation hier unten schon machen. Und den hier hochfahren lassen. Oh, Angriff da, Gegner. Was? Ging schnell. Das war noch ein alter Gatling-Turm? Wie geil. Ist ein zäher Bursche, ha? Huh? Okay, also wir haben definitiv wieder Angriffe von links. Turm. Turm, da passt kein Turm hin. Turm, Turm, Turm. Mauern. Ja, also dich lassen wir auf jeden Fall da stehen. Ist ein gute Verteidigungswahl. Aber dass das so wenig war, irritiert mich. Ich meine, da sind 6 oder 7 Spawner plus Würmer und Gedöns. Hm. Okay. Mauern bauen. Mehr Mauern bauen. Und Fässer. 10 Fässer passen nur rein. Das ist ein bisschen wenig. Aber ja, das können wir umgehen, indem wir einfach das so machen. So machen. So machen. Und so machen. Auch alles nur ein Provisorium. Später sollte der Plan sein, dass Zug kommt, holt Ölfässer, bringt leere Fässer werden reingeladen. Aber ne, so weit sind wir noch nicht. 10 da rein. 10 da rein. Und dich müssen weiterlaufen lassen. Für Platz und so.
Das sollte eine Weile jetzt laufen, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Nicht so super lange, aber schon mal ein bisschen. Licht fällt mir gerade auf, ist hier echt eine Mangelware. Nee, das ist falsch. Da. Das ist alles falsch. Also die Mauer ist auf jeden Fall falsch gebaut. Kann die Mauer zwar nichts für, ist aber trotzdem doof. So, da kommt der Laserturm hin und da ist die eigentliche Mauer. So. Ja. Das muss auch alles nach vorne verschoben werden. Du musst weg. Da kommt der Turm hin. Da kommt die äußere Mauer hin. Achso, warte mal. Ja. Ich habe nie an die Ecken gedacht. Aber ich glaube, so müsste das richtig sein. Komme ich nicht an. Das ist doof. Kurz ein Loch in die Verteidigung reißen. Mauern. Mauern. So. Ja, schau gut aus, schau gut aus. Das ist die Mauer weg. Weg, weg. Warum habt ihr alle keinen Strom? Nee. Oh, sehr, sehr großes Problem. Ab in den Wagen. Oh, 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 oh. Viel größeres Problem. Ich kann mit dem Buggy nicht fahren. Oh, raus aus dem Buggy. riesiges Problem. Es läuft alles über Strom. Also unsere gesamte Verteidigungsanlage. Wenn die jetzt angreifen, wie sie es gerade da tun. Her mit dem Holz. 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 Gib mir ein kleines bisschen wenigstens Strom. Warum sind die ganzen Brennstoffzellen leer? Ah, weil sie einfach leer sind. Oh, 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 oh. Ich höre Feuer, ich höre Schießen, ich höre Piu Piu. Weh, die haben jetzt die ganzen Lasertürme zerstört. Die haben das abgewartet. Die Bastarde. Also, es kann Zufall sein. Wenn nicht, ist die KI super. Die hat gewartet, bis wir keinen Strom hatten und hat dann massiv angegriffen. Ihr füllt euch wieder auf, okay. Das ist, ja. Ja, mal schauen, also ob Zufall oder nicht, aber keine Aktion. Wir hätten gerne euch. Wir hätten gerne kaputte Mauern aus dem Inventar raus. Danke. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Ich muss mir ungefähr merken, wie lange das hält. Bräuchte irgendein Vorwarnsystem. Na gut, gucken wir mal ganz kurz, wie das aussieht links. Ob die Leichen noch da liegen. Und wie groß der Angriff wirklich war oder ob ich mir das alles eingebildet habe. Aber ich habe recht viel blinken sehen, links und rechts. Ah. Doch, ist schon ein Happen härter als da drüben immer nur die zwei, drei kleinen Bisse. Oh, das braucht eine Weile. Roboport, Fragezeichen. Unter was war der Roboport? Logistik. Roboport braucht 45 rote Chips. Ja, wie sieht es mit den Robotern selber aus? Kann ich die von Hand herstellen? Construction Robot. Braucht ein Flying Robot Frame. Was brauche ich für einen Flying Robot Frame? Ah, die roten Engines. Okay. Das ist nicht gut. Das heißt, die Mauern hier werde ich erstmal von Hand reparieren müssen. Weil bis ich die Roboter aufgebaut habe, ist die ganze Wand hier dreimal abgerissen worden. Also, tock, 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 tock. Warte mal. Die Mauer sollte eigentlich weg. Die haben mir einen Gefallen getan. Ja.
Wir setzen einfach die richtige Mauer dahin, wo sie hin soll. Dann ist gut. Mauern bauen. Du bist hier vollkommen im Weg. Weißt du das? Du bist sowas von im Weg. Du da. Du bist falsch. So. Baumweg. Ja, geht hier noch. Okay. Das heißt, du weg. Passt sogar noch dahin. Okay. Mauer. Mauer von unten auch ein bisschen hochziehen. Achso, das ist jetzt die Mauer, die wir nicht bauen müssten, weil es... egal. Tore wären übrigens eine sehr schöne Sache. Also in einer Mauer drin, die nur der Spieler betreten darf. Müsste ja auch eigentlich nicht so schwer sein, herzustellen. Also programmiertechnisch, aber keine Ahnung. Ich hätte gerne Eisenplatten. Ich hätte gerne Eisenplatten da drin. Ich hätte gerne wieder mehr Eisenplatten. Ich hätte gerne wieder mehr Eisenplatten da drin. Das Ding ist voll. Sehr gut. Du hast keine roten Tränke mehr. Das ist irritierend. Du brauchst Zahnräder. Braucht noch irgendjemand Eisenplatten? Du hast genug Eisenplatten. Du hast genug Eisenplatten. Ja komm, bau mal ein paar Rohre. Du brauchst... Ja, wir haben überall genug Eisenplatten drin. Nee, es fehlen echt nur die Zahnräder. Also wir machen dich durchgehend voll und nehmen hier die ganzen Zahnräder raus. Und die kommen als Priorität erstmal hier zu den Tränken. So, das läuft mal alles viel zu langsam. Also wird das ein bisschen aufgepimpt. Zip. Ups. So. Brauchen wieder mehr rote Fließbänder. Das könnten wir theoretisch auch in so einer kleinen Fabrik machen. Die roten bzw. die hellblauen Fließbänder später. Aber jetzt nicht. Du Ecke. So. Also das läuft schon mal. Ah, die Ecke da oben noch. So, das läuft hier jetzt schon mal schneller. Das heißt, es ist durchgehend beladen. Ihr werdet aber nicht durchgehend entladen, sehe ich gerade. Ja, das ist noch das alte System, ne? Ihr habt keinen Außenring. Das ist mau. Warte mal. Außenring wird hergestellt. Ich stelle schon mal rote Ärmchen her, aber habt ihr bestimmt auch nicht genug. So. Altes Lichtsystem, das steht auch noch falsch. Und das ist jetzt nicht so gut. Also Rausholer sind schon mal jetzt rot. Das wird nach außen rausgelegt, wie sich das gehört, damit es keinen Stau gibt. So, wird draußen raufgelegt, wird draußen raufgelegt. Ich bräuchte jetzt noch ein paar grüne Tränke. Die kommen außen, 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 außen. Wenn wir jetzt die roten darauf laufen lassen. Ah, Fehler. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich zerleg mal ganz kurz die Anlage. Also ich hätte es jetzt gerne so, dass die grünen Tränke innen und die roten Tränke außen sind. Das heißt, die ganze Anlage hier brauchen wir nicht. So, also rote Tränke werden produziert. Das geht nicht mehr. Das Problem ist, dass wenn es jetzt einmal einen Kreis gemacht hat,
landen sie alle, grüne und rote, im Inneren. Ja, mach mal noch mehr Geschwindigkeit. Nee, komm. Wir hätten gerne Raketentechnik. So. Also, um zu verhindern, dass das passiert, müssten wir das so machen. So bleibt es natürlich immer genau gleich. Okay, anderer Plan. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Du gehst unterirdisch dahin und machst das Ganze von außen. Grün kommt. Ist denn auch außen, ne? Ja, ist auch außen. Alter Schwede, irgendwas. Ich sehe, übersehe irgendwas ganz Offensichtliches. Ich muss es hinbekommen, dass jetzt von innen grün reinkommt. Ich habe hier aber kein. Ah, doch, natürlich habe ich Platz. So. Du gehst dahin, du gehst dahin. Du machst hier einen Gang nach unten, da einen Gang nach da. Und machst jetzt so. So, und jetzt hätte ich echt gerne grüne Tränke. Also